Okay, du willst das also, ja? Glurak, schlag das! Pff, bitte! Mach dein Ding, Pikachu! Nicht mehr so cool, was? Bleib zurück, das könnte unschön werden! Keine Gnade, Pikachu! Los, sag keine Angst! Autsch! Pikachu, nein! Yes, gewonnen! Die nehme ich! Er war noch so jung! Ich hätte gern mehr Zeit mit dir gehabt. Aber ich gebe nicht auf, Pikachu. Wir bleiben für immer zusammen. Ich werde dich retten. Ja, genau wie ich dachte. Kein Herzschlag. Darf keine Zeit verlieren. Ich muss operieren. Jetzt geht's los. Das könnte wehtun. Was sag ich? Du spürst ja sowieso nichts. Mal sehen, was wir hier haben. Hä? Du musst deine Ernährung ändern. Hä, da ist kaum noch Saft drin. Die wandern in den Müll. Mit denen fühlst du dich gleich wie neu. Jetzt wieder zusammennähen. Ich habe das an meinen Socken geübt. Hoffe, das klappt. Ich hatte noch nie so viel Druck. Ich schneide den Faden ab. Und jetzt? Warte ich. Bitte, Pikachu, geh nicht zum Licht. Komm schon. Bleib bei mir, Pikachu. Hey, Kumpel. Pikachu, bist du das? Yup, the one and only. Klar. Bist du okay? Habe ich was Falsches gesagt? Ich hoffe, ihr habt alle gelernt. Heute ist Testtag. Und die Aufgaben sind super schwer. Was? Okay, bringen wir es hinter uns. Mathe? Ich dachte, das sei der Englischkurs. Oh oh, ganz vergessen, dass ich das kann. Herr Lehrer? Es ist schon wieder passiert. Ein Versehen. Ups. Ich glaube, ich habe ein Problem. Mein Blatt brennt. Au, heiß, heiß, heiß. Hat jemand einen Feuerlöscher? Warum? Warum muss das sein? Warte. Warum ist das Blatt so nass? Oh, klar, ich weiß. Das ist eigentlich ziemlich lustig. So kann ich nicht arbeiten. Schätze, das war's mit dem Test. Was soll man machen? Und die Zeit ist um. Legt eure Stifte weg. Hä? Was? Was habt ihr getan? Sie werden lachen. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Ich habe da eine Idee. Das ist so demütigend. Sie zerstören diesen Tag. Ugh, gab's denn keine blauen Handschuhe? Geh ab! Autsch! Beruhigt euch, Klasse. Was war das? Was ist hier los? Hey, hört auf damit! Juhu! So langsam gefällt mir der Unterricht. Ist viel interessanter geworden. Na los, beweg dich schneller. Mehr hast du nicht drauf? Genug! Oh, er sieht wütend aus. Ich muss das beheben. Gib mir einen Moment. Alle haben den Test bestanden. Gut gemacht. Und jetzt verschwindet. Hurra, gehen wir. Wartet auf mich. Ich brauche einen neuen Job. Fast geschafft. Meine Donut-Bestellung ist komplett. Oh oh, das hört sich nicht gut an. Ein Verbrechen vor meinen Augen? Ich glaub das nicht. Aber du kommst nicht weit. Dich jage ich schon eine ganze Weile. Jetzt reicht's. Aber das war ein Missverständnis. Ich dachte, die Snacks sind umsonst. Ja, das sagen sie alle. Dafür habe ich eine Medaille verdient. Wieder ein Pokémon hinter Gittern. Und die Straßen sind sicher. Pikachu, wo bist du? Pikachu, ich vermisse dich schrecklich. Pikachu, bist du hier oben? Warte, nein, das ist ein Eichhörnchen. Bist du hier drunter? Wo bist du? Ich habe diese Zettel überall in der Stadt aufgehängt. Ich will dich wieder bei mir haben. Ich bin so einsam ohne dich. Was machst du, Pikachu? Hilfe, ich mag das nicht. Miles, rette mich. Das ist ja furchtbar. Keine Bange, Pikachu, ich komme. Ich werde dich retten, versprochen. Lass mich hier raus. Hey, ich weiß, dass du mich hörst. Du bist so nervig, weißt du das? Ich will hier meine Zeitung lesen. Dann nage ich mir den Weg hier raus. Nichts kann mich aufhalten. Hey, hör auf damit. Ach, was sag ich? Du kommst hier eh nicht raus. Challenge accepted. Diese Stäbe sind Pokémon sicher. Hab's doch gesagt. Nichts geht, Schätze. Ich stecke hier fest. Er denkt, er sei so schlau. Was für ein Tag. Ich brauche ein Nickerchen. Ich ruhe nur kurz meine Augen aus. Pikachu, ich habe überall gesucht. Hey, was ist das? Das ist ein Hinweis. Die gehört Pikachu. Oh oh, das ist nicht gut. Wird Zeit für einen Ausbruch. Pikachu, ich habe dich gefunden. Geht's dir gut?
Miles? Ich hab dich schrecklich vermisst. Ich hol dich da raus. Wir müssen nach Hause. Und ich weiß auch schon wie. Du lässt mich nie im Stich. Oh, ich bin wach. Warte mal. Nimm den Pokéball runter. Nimm deine Hände von ihm. Hey, das hat geklappt. Vielleicht ein bisschen zu gut. Wen kümmert's? Ich bin frei. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ja, lass uns jetzt abhauen. Halten wir kurz bei der Hutaufnahme an. Was? Was ist passiert? Ich erinnere mich an ein Streberkind und dann... Nein, das darf nicht sein! Was für ein Tag. Ich hatte eine schöne Zeit. Alles hat so viel Spaß gemacht. Was ist das für ein Zeichen? Ist von Mama. Sie mag keine Pokémon im Haus. Was machen wir denn jetzt? Kein Problem. Ich hab den Pokéball. Halt still. Wow! Das ist noch nie passiert. Wie peinlich. Nein, das klappt nicht. Ich versteh's nicht. Der hat keinen Saft mehr. Das könnte ein Problem werden. Wir müssen leise sein. Niemand darf wissen, dass du hier bist. Wir müssen uns unauffällig verhalten. Was machst du da? Der Boden ist ja ganz nass. Komm her. Ups, war ich das etwa? Wir müssen weg. Ich bin direkt hinter dir. Das lief nicht ganz so gut. Warte mal, ich habe eine Idee. Denkst du, was ich denke? Das bezweifle ich. Das wird definitiv klappen. Okay, die Luft ist rein. Los, komm. Wir verhalten uns ganz normal. Hier gibt's nichts zu sehen. Ja, das ist ganz normal. Oh. Autsch, ich kann nichts sehen. Miles! Miles! Miles? Warst du das? Was ist denn hier passiert? Das gibt blaue Flecken. Es gibt nur eine Person, die sowas anstellt. Miles! Wir haben's geschafft. Schnell in mein Zimmer. Als Müllsack bist du echt überzeugend. Und das verdankst du mir. Oh, den lade ich lieber auf. Ich will das nicht nochmal durchmachen. Das war ganz schön stressig. Endlich können wir entspannen. Miles? Mama, was ist denn los? Was ist das? Das ist nichts, nur Müll. Warum liegt er auf dem Boden? Bring den raus. Der ist aber schwer. Das würde ich nicht machen, Mama. Gerade noch rechtzeitig, jetzt schnell. Was ist denn hier drin? Hä? Was passiert hier? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Wohl wieder ein Geheimnis des Lebens. Ich nehme an, du hast recht. Das war knapp. Ach, halt die Klappe. Ich hasse diesen Wecker. Und wieder ein herrlicher Tag. So viel zu tun. Packen wir's an. Guten Morgen, Shiggy. Wie geht's, Relaxo? Guten... Warte mal, da fehlt doch jemand. Glumanda? Das darf nicht wahr sein. Endlich hab ich dich. Hab ich gut geschlafen. Du gehörst mir, ganz alleine mir. Hey, du bist nicht Miles. Hey. Wer bist du? Was? Du kennst mich nicht? Ich bin James, Teil des Team Rockets. Wie auch immer. Riecht's hier verbrannt? Oh nein, mein schönes Haar. Das war nicht cool. Kein Unfug mehr, verstanden? Jetzt setz dich dahin. Ach, du bist nicht lustig. Miles würde sowas nie tun. Das ist mir egal. Mir ist langweilig. Ich muss doch was tun können. Oh, ich weiß. Ha, ich hab's. Einer weniger, aber es fehlen noch viele. Piu! Mein böser Plan ist in vollem Gange. Was riecht hier denn so? Es riecht wie Qualm. Hey, hör auf damit! Das war's. Du lässt mir keine andere Wahl. Ach, das war doch nur ein Streich, Bro. Ja, aber ich habe keinen Sinn für Humor. Und wie soll ich jetzt Spaß haben? Ist allein deine Schuld. La 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 la! Bitte hör auf! Schubidu la 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 la! Meine armen Ohren. Falalalalalala. Hör auf damit, ich fange an, das zu bereuen. Das wird dich stoppen. Das glaubst aber auch nur du. Ich muss mich konzentrieren. Wow, das ist wunderschön. Hey, ist das Limo? Nein, das ist Teil meines teuflischen Plans. Ups, mein Fuß ist ausgerutscht.
Schau, was du angerichtet hast. Mein Lebenswerk ruiniert. Wirst du? Stopp. Das war's. Unglaublich, dass Glumanda weg ist. Ich bin so traurig. Hä? Wer ist das denn? Hä? Glumanda, bist du es wirklich? Hä? Was ist das? Schätze, er war kein Fan von Pokémon. Komm her, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Yes! Das Buch ist voll langweilig. Oh, die ist ja niedlich. So eine süße Katze. Was machst du in der Schule? Warte, willst du spielen? Jakes! Los, worauf wartest du? Du bist nicht lustig. Hä? Huh? Das habe ich nicht erwartet. Du musst mir helfen, guck! Du hast dir Hilfe geholt, was? Dann los! Oh! Okay, ist das normal? Pass auf! Boah, das war knapp! Warte mal, ich habe eine Idee. Der Blumentopf ist nützlich. Was machen wir denn jetzt? Wo bist du? Julie? Julie! Da bist du ja! Was machst du da? Hä? Was ist? Hi. Was machst du da? Ich versteck mich. Nein, tust du nicht. So schöne Blumen. Die perfekte Tarnung. Was ist da drüben los? Ganz ruhig bleiben. Hm? Ein Blumentopf. Die Blumen sehen hübsch aus. Sie machen mich glücklich. Sehr glücklich. Der Baum sieht lustig aus. Ich will ihn kratzen. Bitte nicht. Das tut voll weh. Was riecht hier so? Egal, ich setze meine Duftmarke drauf. Oh ja, das ist gut. Nein, nein, ist es nicht. Bitte hör auf. Unfassbar, ein Pokémon pinkelt mich an. Warum passiert mir sowas immer? Meine Mama wird voll sauer sein. Du bist es. Jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Wir brauchen einen Pokéball. Nimm das! Ah! Ich hab's. War gar nicht so schwer. Oh, danke. Aber ich will's nicht. Okay. Dann gehörst du mir. Das passt perfekt, ein leerer Pool. Ich muss nur an dem Typen da vorbei. Hey, ich will nur schwimmen gehen. Dann solltest du besser was mit deinem Make-up machen. Verschwinde! Echt jetzt? Und schon platzt mein Traum. Was stimmt denn nicht mit meinem Make-up? Ich kann's doch nicht einfach wegwerfen. Also werde ich's verstecken. Problem gelöst. Auf ein neues. Darf ich jetzt rein? Schätze, ich kann dich jetzt reinlassen. Vielen Dank. Du glaubst wohl, ich sehe das nicht? Kein Make-up. Oh. Okay, jetzt bin ich bereit für den Pool. Ja? Und was ist da drin? Nur das Nötigste. Siehst du? Was zur... Oh, und mein Lieblingspaddel. Brauche ich eine neue Brille? Und ich gehe nirgendwo hin ohne die hier. Okay, dann schätze ich schon. Danke. Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie rein. Zum Glück sind Spritzpistolen erlaubt. Jetzt ist auch die Zeit zum Auffrischen. Diese Flecken decken sich schließlich nicht von selbst ab. Viel besser. Was geht denn da drüben vor sich? Ich sagte kein Make-up. Komm wieder her. Wow. Ich habe nichts gesehen. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich hier bin. Das ist lächerlich. Oh, das Essen ist ja total furchtbar. Und jetzt ist es auch noch weg. Ich glaube, ich werde hier einfach nur liegen. Man kann ja sonst nichts machen. Donut. Was ist das für ein Geruch? Oh mein Gott, ein Donut. Wo kommt der denn her? Wow, du hast mir was zu essen reingeschmuggelt. Natürlich. Dafür sind Freunde ja da. Aber sei leise. Ich kann es nicht erwarten, diesen Donut zu essen. Oh nein, da ist die Wärterin.
Irgendwas scheint dir nicht zu stimmen. Hey, ich arbeite auch an meiner Fingerkraft. Du findest, das wäre beeindruckend? Dann check das mal aus. Nie im Leben, ich bin auf jeden Fall stärker als du. Check meine Waffenshow aus. Bam, Bizeps, wie findest du das? Wow, die sind beeindruckend. Mann, ich muss mehr Arbeit reinstecken. Ja, ganz richtig. Geh schön weiter mit diesen schwachen Muskeln. Oh nein, was mache ich? Bin ein bisschen zu sehr abgedriftet. Es schmeckt immer noch gut. Ist Mama in der Nähe? Es geht doch nichts übers Lesen. Wie komme ich mit den Snacks an ihr vorbei? Einen wunderschönen Tag, Mutter. Hier gibt's nichts zu sehen. Er verhält sich seltsam. Guter Versuch. Jetzt ist Brokkoli. Nein, so geht das nicht. Denk nach. Ich hab's. Okay, Ente, wir schaffen das. Quack. Hä? Ist das eine Ente? Kommandorolle. Parkour. Keine Gnade. Geschafft. Ha. Zeit für meine Sendung. Du bist aber süß. Oh nein, du entkommst dem Brokkoli nicht. Notfallparkour. Ich wünschte, ich könnte Parkour. Das ist keine gute Idee. Aha, ich hab's. Hey, Mom. Lust auf einen Zaubertrick? Und weggezaubert. Wow, sehr beeindruckend. Gemütlich. Das ist es. Ich bin genial. Okay, ich muss die Süßigkeiten festbinden. Nichts darf verloren gehen. Es kann losgehen. Ich bin bereit für diese Mission. Sehr interessant. Das funktioniert bestimmt. Der magische Leon wird verschwinden. Ah, wieso ist das so dunkel? Hilfe, ich habe Angst. Alles okay? Wow. Was machst du denn? Ich kann's erklären. Sind das Süßigkeiten? Ich mach's nie wieder, versprochen. Mom, wähle deine Waffe. Als ob man mich so reinlegen könnte. Naja, ich hab's versucht. Macht euch in diesem Unterricht viele Notizen, okay? Ich bekomme aber echt etwas Hunger. Mal sehen, ob die Lehrerin aufpasst. Scheint mir nicht so. Zeit, meine Gummibärchen rauszuholen. Los geht's. Oh Gott, die schmecken echt gut. Hey, du hast Snacks? Kann ich auch welche haben? Aber klar doch. Bitte. Was macht ihr da hinten? Was glaubt ihr bitte, was ihr da macht? Ihr kennt doch die Regeln. Absolut kein Essen im Klassenzimmer. Das kann ich euch nicht durchgehen lassen. Oh, sie hat Magie benutzt, um die Bärchen zu schmelzen. All meine Gummibärchen sind jetzt total geschmolzen. Ich mache mir echt Vorwürfe, dass ich erwischt wurde und ihre Snacks weg sind. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, was zu tun ist. Okay, nicht weinen. Gib mir mal deine Brille. Ich muss sie mir nur ganz kurz ausleihen. Und gieße die geschmolzenen Gummibärchen in den Rahmen. So, und jetzt sind sie hart geworden. Okay, hier ist deine neue Brille. Komplett neue Gummigläser, die du essen kannst. Wow, das ist ja großartig. Die sind echt süß. Es scheint, als sei die Lehrerin wieder abgelenkt. Ich werde mal kurz an dieser Brille naschen. So lecker. Und jetzt kann ich mich wieder der Arbeit widmen. Irgendjemand, der einen Versuch wagen möchte? Wer war schon lange nicht mehr dran? Warum guckt er mich an, wenn ich nur unsichtbar wäre? Bringt das irgendwas? Wie wäre es mit Madison? Nein, ich gebe lieber weiter. War nicht von einem Upgrade die Rede? Wer braucht schon Algebra? Wie hat sie das gemacht? Wie kann sie einfach so verschwinden? Warum habe ich nicht meinen Mantel mitgenommen? Oh yeah. Und jetzt schmelze ich. Ist sie hier? Was ich alles für diese Kinder mache. Wenn ich reich bin, kaufe ich mir das.
so viel Sand in meinen Schuhen. Dieses freche Gör. Ah, yikes. Der Urlaub ist zu Ende. Ich kann dich sehen, weißt du? Antworte bitte. Du kommst aus der Nummer nicht mehr raus. Oh, na schön. Dann zurück zum Unterricht. Warte, sie verschwindet schon wieder? Ich komm mit. Musst du so schnell sein? Gib mir eine Sekunde. So viel zu meiner Superkraft. Warum dreht sich der Raum immer noch? Mach schon. Niemand schaut her. Das ist meine Chance. Ich denke nicht. Du kennst die Regeln. Ach, das ist unfair. Ha, schauen wir an. Ja, ich habe einen Plan. Hier fehlt etwas in der Tabelle. Okay, die Luft ist rein. Zeit, diese Verkleidung zu testen. Hallo, ich bin Arzt. Ich meine Zahnarzt. Ich mache mich auf den Weg. Er kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist hier jemand? Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Zeit, die Verkleidung abzulegen. Ich war das die ganze Zeit. Und mein Arztkittel ist voll mit Süßigkeiten. All die guten Sachen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Ich kann so viele Süßigkeiten essen, wie ich will. Ich schieb mir einfach alle in den Mund. Hey, gib mir meine Klamotten zurück. Oh, hey. Sorry deswegen. Aber ich mache jetzt erstmal ein Nickerchen. Hier muss irgendwo ein Pokémon sein. Ich find's nur nicht. Tja, kann man nichts machen. Ich entspanne erstmal. Warte, was riecht hier so? Ist da was hinter mir? Wow, wo kommt das denn her? Ist es gefährlich? Das muss ich mir ansehen. Schauen wir mal. Hä? Was? Wow, kaum zu glauben. Heute ist mein Glückstag. Ich muss cool bleiben. Wow! Yes! Perfekt getroffen. Das war einfacher, als ich dachte. Ich hab's geschafft. Was habe ich mir nur gedacht? Was für ein Tag. Aber der war's wert. Schauen wir uns dich mal an. Wow, er schläft noch. So friedlich. Ist das alles, was es kann? Hey, ich bin kein Kuschelkumpel. Runter von mir. Im Ernst? Dachte, das wäre interessanter. Das schnarcht ja nur. Bisschen enttäuschend. Ich werde mal was essen. Oh, habe ich gut geschlafen? Oh, die riechen gut. Ich darf doch, oder? Mmm, so gut. Die schmecken dir was? Warte, bin gleich zurück. Oh, schon alles alle. Ich habe aber noch Hunger. Ich muss Essen finden. Hier wird's doch was geben. Jackpot. Womit fange ich an? Mit den Keksen. Oh ja, das ist guter Stoff. Das war's mit der Diät. Was ist hier drin? Oh, interessant. Ich probier's mal. Ist ein bisschen knusprig, aber ist gut. Was gibt's noch? Flakes. Ja, will ich, will ich, will ich. Oh ja, fantastisch. Ich will mehr. Menschenessen ist lecker. Mmm, saftig. Daran könnte ich mich gewöhnen. Der schmeckt schade. Braucht mehr Geschmack. Hey, ich bin wieder da. Ich dachte, wir könnten.
Mit der bin ich fertig. Hast du gerade die Schale nach mir geworfen? Hey, warum schaust du mich so an? Bleib zurück! Beweg dich nicht! Die will ich! Hä? Ich will doch nichts verschwenden. Weißt du, ist gar nicht so übel. Was mache ich hier? Ich muss was tun. Es muss zurück in den Pokéball. Nein! Das war seltsam, aber es ist vorbei. Du bleibst da drin. Und ich muss jetzt aufräumen. Was für eine Sauerei. Mama darf das nicht sehen. Ich fange lieber an. Dann multipliziert ihr das. Was macht sie da? Hab schon lange mein Handy nicht mehr gecheckt. Die ist von Naomi. Party? Wirklich? Ja. Kommst du? Klar doch. Touch-ups sind definitiv angebracht. Angefangen beim Lidschatten. Was soll das? Du kennst die Regel, Fräulein. Kein Make-up. Was? Das ist so eine dumme Regel. Oh, das ist ja mies. Hey, ich weiß. Hier, nimm einfach meinen Spezialtaschenrechner. Warum? Vertrau mir einfach. Okay. Wow, das ist genial. Komm her. Was? Niemals. Nutze Schaumstoff, um die Palette zu bedecken. Siehst du die kleinen Teile? Das werden die Tasten. Es fehlt nur noch die Anzeige. Und das war's. Ich werde das Ding gleich mal ausprobieren. Die Farben gefallen mir auch. Hey, was habe ich eben gesagt? Was stimmt denn nicht mit meinem Taschenrechner? Ist das wirklich einer? Okay, meinetwegen. Das hat geklappt. Okay, ist irgendjemand in der Nähe? Nein? Jetzt ist die Chance, diesen Riegel zu essen. Oh Gott, ich liebe Snickers so sehr. Ja, das ist genau, was ich gebraucht habe. Oh, ich fühle mich irgendwie beobachtet. Was glaubst du, was du da machst? Du kennst die Regeln. Oh, na schön. Whatever. Richtig so, gib mir das. Hier, du bist echt gemein, mir meine Süßigkeiten wegzunehmen. Dann heul doch, na los. Mh, köstlich. What the heck? Ich kann es nicht glauben, dass sie es einfach isst. Okay, schauen wir, ob du das stechen kannst. Ein König, hä? Das ist eine ziemlich hohe Karte. Ich frag mich, ob du die stechen. Na, was denkst du darüber? Ganz genau. Ich nehme jetzt alle Gewinne. Hey, was ist hier drin los? Hey, du Drogenfahnder. Ich habe das ganz fair gewonnen. Oh, ich kann's nicht glauben, dass du mich so hintergangen hast. Au, ich kann's nicht glauben, dass sie mich gerade geschlagen hat. Komm schon, hier lang. Oh, mein Auge tut so weh. Was geht hier vor sich? Oh nein, wir sind total gearscht. Ein illegaler Snacktausch. Das werde ich nicht im Ansatz dulden. Okay, ich habe hier den Wagen. Legt all eure Schmuggelware beim Rausgehen in den Korb. Ist das alles? Sieht so aus. Und jetzt zu dir, Rädelsführerin. Komm schon. Ich lass dich eh nicht davon kommen. Okay. Ist irgendwas in dieser Box? Und was ist mit der Toilette? Versteckst du hier irgendwas? Ich weiß, dass du hier irgendwo was versteckst. Und unter deinem Kissen? Nein? Hm. Wo ist... Oh, ich falle! Sieh an, was haben wir denn hier? Chips! Und noch mehr Junkfood! Willst du vielleicht was davon? Oh ja, sowas von gesund. Nur so kann ich Brokkoli essen. Brokkoli schmeckt echt übel. Was ist, wenn... Oh, schon viel besser. Wieso ist mir das jetzt erst eingefallen? Hey Mama, ist das ein Lollipop? Was hast du da? Keine Süßigkeiten.
Das ist meins. Ups, her damit. Das ist so unfair. Du kannst weiter. Warte, was ist das für ein Wetter? Sieht übel aus. Nimm das mit. Okay, danke. Das bringt mich auf eine Idee. Ich will Süßes essen. Aber zuerst das hier. Das wird funktionieren. Ich öffne die Skittles zuerst. Und jetzt das Klebeband. Das Klebeband kommt auf den Schal. Darauf werden die Skittles befestigt. Sieht aus wie ein Regenbogen. Fertig, das sollte reichen. Und nun wickle ich den Schal um. Mama wird nichts ahnen. Putzen ist so entspannend. Ah! Ich gehe nur raus, Mama. Dein Schal sitzt schief. Was ist das an deinem Hals? Süßigkeiten? Unmöglich! Die Süßigkeiten werden entsorgt. Schon viel besser. Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Haha, ausgetrickst. Ich liebe diesen Regenschirm. Zeit, die Essenskiste zu öffnen. Snacks reinlegen und wieder verschließen. Ihr kennt die Regeln. Jegliches Essen wird beschlagnahmt. Es ist absolut kein Essen während des Tests erlaubt. Okay, verstanden. Wir konzentrieren uns voll auf den Test. Das könnte in Zukunft eine gute Testfrage sein. Oh, ich habe irgendwie Hunger. Mein Magen, sei ruhig. Kein Knurren während des Tests. Moment mal, ich weiß, was ich tun kann. Ich habe meinen geheimen Mentos-Vorrat dabei. Aber wenn ich eines esse, breche ich meine eigenen Regeln. Die Schüler wären total enttäuscht von mir. Und ich würde als echter Heuchler dastehen. Oh Mann, das will ich nicht. Ich weiß, was ich tun kann. Ich werde einfach diese Pflanze hier rüberschieben. Die Pflanze muss hier kurz raus. Und ich gebe die Mentos in den Topf. So, die Pflanze kann wieder zurück in ihr Zuhause. Okay, schaut einer der Schüler zu mir? Schnell, nimm eins. Genau, was ich gebraucht habe. Hey, was geht da vor sich? Isst sie da etwas? Was schaut ihr so? Konzentriert euch auf den Test. Nächste! Hast du was zu essen dabei? Weil das ist hier nicht erlaubt. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Mach schon. Das Zeug ist sowieso nicht gut für dich. Rein mit dir. Hey, komm schon, beweg dich. Hallo. Bis gleich. Wo ist der Typ hin? Hey, diese Chips sind lebendig. Das ist doch nicht etwa ein Traum. Ich könnte wirklich einen Kaffee vertragen. Es hat funktioniert. Gewonnen. Die Chips gehören ganz mir. Keine Snacks erlaubt, hä? Whatever. Ich esse einfach die ganze Chips-Tüte. Versuch mich aufzuhalten. Was ist so lustig? Du denkst wohl, du wärst gebieft, Chris. Damit kommst du nicht davon. Ich kann nicht glauben, dass sie ihm eine Rose geschenkt hat. Das ist mein Meisterschleichen. Aber ich brauche einen Snack. Au! Ich habe mir selbst ins Auge geschossen. Nein, das wird sie gehört haben. Hey, du, gib die Süßigkeiten her. Das ist nicht so gelaufen, wie ich geplant hatte. Hey, das ist eine geniale Idee. Okay, ich brauche ein Tuch und Zuckerkleber. Nur ein kleiner Klecks auf den Stoff. Und ich kann die Schoko-Drops ankleben. Und jetzt noch die anderen. Perfekt, ich bin fertig. Oh, mein armer Zahn. Zeit
für eine Schokopause. Das sind die besten Zahnschmerzen. Alles klar, der Zahnarzt hat jetzt Zeit für dich. Oh, stimmt. Okay. Korrigiere das besser. Kannst du bitte deinen Schal abnehmen? Oh, natürlich, Herr Doktor. Ach du meine Güte, eine Art Pocken. Eine Sekunde. Stimmt etwas nicht mit meinem Gesicht? Mach dir keine Sorgen. Die bringt das sofort in Ordnung. Halt jetzt still und beweg dich nicht. Komm in den Ball. Achi! Das hat sich gut angefühlt. Was? Was ist passiert? Oh, meine Haare sind frisch gestylt. Warst du das? Hä? Wovon redest du? Dann schaue ich mir ein Video an. Oh, das darf nicht wahr sein. Mein Akku ist alle. Und ich habe kein Ladegerät dabei. Keine Panik, ich krieg das hin. Ist das auch sicher? Wen kümmert's? Mein Akku ist voll. Fantastisch. Warte kurz, ich mache ein Foto von dir. Ich kann kaum was sehen. Hier drin ist so dunkel. Ich mach mal die Lampe an, hm? Die Glühbirne muss kaputt sein. Ist ja mal wieder typisch. Geh zur Seite. Was würde ich nur ohne dich tun? Hey, ich helfe gerne. Jetzt zum Training. Huh? Ich versuch's nochmal. Ist schwieriger, als ich dachte. Hab keine Lust mehr. Warte mal. Ich habe eine Idee. Hi, kannst du mir helfen? Ich will trainieren. Oh ja, das ist toll. Kein Problem. Mach weiter. So ist's viel besser. Das klappt sehr gut. Was zum... Mein Hintern. Warum hast du das gemacht? Guck dir meine Hose an. Das sieht lecker aus. Das Brötchen ist ein bisschen zu weich. Schalalala. Hey, toastest du das Brötchen für mich? Klar. Sag, wenn's reicht. Mach weiter. Wie du willst. Ich dreh weiter auf. Ich werd's genießen. Ja, das war lustig. Wo ist es hin? Oh, oh. Das war's. Du kommst in den Ball. Erst musst du mich fangen. Was hast du gesagt? Leg dich nicht mit meinen Snacks an. Gegen die kommst du nicht an. Du kommst zurück ins Regal. Ja, und er sagte, nein, lass uns einen anderen Film schauen. Aha. Was geht denn da drüben vor sich? Hey, Make-up ist nicht erlaubt. Kannst du denn nicht lesen? Was? Das ist doch nur Lippenstift. Was soll's? Total bescheuert. Warte. Ich weiß. Hey, ich habe hier einen Lippenstift. Das ist auch dein Farbton. Du kannst ihn auftragen und niemand schöpft Verdacht. Wie hast du das gemacht? Zuerst musst du die Spitze deines Regenschirms absägen. Das könnte ein paar Minuten dauern. Und bevor du den Lippenstift draufsetzt, musst du Heißkleber auftragen. Dann kleb ihn direkt auf die Spitze. Darf ich ihn mal ausprobieren? Sieht aus, als ob du nur einen Regenschirm hältst. Was für ein simpler Trick. Und wieder zurück in den Schatten. Ich liebe meine neuen Handschellen. So glänzend. Oh Mann, das tat echt weh. Okay, diese Pflanze sieht schön aus. Das sollte klappen. Ma'am, Miss, warten Sie bitte. Ich muss sicher gehen, dass Sie keine Schmuggelware mitbringen. Ich muss Sie zuerst scannen, bevor Sie rein dürfen. Wir hatten sehr viel Schmuggelware in letzter Zeit. Sie würden doch nicht versuchen, irgendwelches Essen hineinzuschmuggeln, oder? Okay, Sie scheinen clean zu sein und können durch. Hä? Ich frage mich, wie sich der Scanner eigentlich anfühlt.
31. 32. Oh, hey. Wer bist du? Und was bist du? Hey, ich bin's. Magst du meine Verkleidung? Fantastisch. Aber was soll das mit der Pflanze? Check das aus. Jetzt gibt's Snacks. Warum isst du Dreck? Das ist ekelhaft. Willst du was probieren? Keine Sorge, ich zeig dir, was ich gemacht habe. Ich habe ein paar Oreos in eine Schüssel gefüllt. Und dann habe ich sie mit einem Stößel in kleine Stückchen zerstoßen. So lange zerkleinert, bis sie fein genug sind. So, jetzt ist es Cookie-Erde. Und dann einfach damit in den Blumentopf. Wow, das ist so cool. Okay, dann gib mal her. Und vielen Dank dir. Okay, Pflanze. Wir beide werden jetzt Freunde. Aber zuerst möchte ich mal davon kosten. Das ist echt lecker. Oh, ich habe eine super Idee. Okay, komm hier rüber. Nächste. Erst die Bezahlung, bitte. Okay, und bitte sehr. Direkt in deine Tasche. Okay, nächste. Nope, keine Geschenke. Zeit für die Schule. Die Bücher müssen mit. Und mein Süßkram. Das ist das Allerwichtigste. Das letzte Stück. Okay, ich muss los. Ah, heute wird nur entspannt. Was war das? Was war dieses Geräusch? Woher kommt all der Süßkram? Leo! Aber natürlich, wer sonst? Lalala, ich bin weg. Was für ein schöner Tag. Die Süßkramspur führt hier entlang. Er muss in der Nähe sein. Na, warte, Leo. Hey. Gleich esse ich meine Süßigkeiten. Hä? Wer ist das? Leo, gehört sie zu dir? Wer? Das ist unmöglich. Ich muss genauer hinsehen. Mama hat mich gefunden. Aber wie? Das bedeutet... Oh nein, mein Süßkram. Mag jemand Plätze tauschen? Weg, alles ist weg. Meine Notfallration. Leo, sie ist noch da. Die muss ich verstecken, bevor Mama hier ist. Ich weiß schon wo. Schneide die Spitze eines Markers ab. Etwa so. Trage Kleber auf die Spitze auf. Klebe die Spitze auf die Kaugummipackung. Fest drücken, damit es hält. Wickle den Kaugummi in buntes Papier. Und stecke die Kapsel drauf. Soweit so gut. Oh, Mama ist hier. Du entkommst mir nicht, Leo. Du bekommst Ärger, wenn ich Süßigkeiten finde. Wo ist der Süßkram? Ich hab nichts dabei. Oh, das ist mir peinlich. Aha, und was ist hier drin? Ich sehe besser nach. Stifte? Mehr nicht? Sag ich doch. Ich bin positiv überrascht. Guter Junge. Das war echt knapp. Das habe ich mir verdient. Hey, schau mal. Ich ziehe das Papier ab. Hier für dich. Oh, danke. Gut, dass Mama nichts gefunden hat. Echt gut, oder? Hey, schau dir das an. Was zu... Jetzt können wir unsere Snacks gar nicht mitnehmen? Was machen wir denn jetzt? Hey, warte. Das Tape. Das könnte die Lösung sein. Was? Verstehe ich nicht. Wovon sprichst du? Hier, ich erkläre es dir. Hi, Lehrerin. Ich liebe Ihren Unterricht. Meine Lieblingsstunde. Und Ihr Outfit sieht einfach umwerfend aus. Oh, nun, danke schön. Warum setzt du dich nicht schon mal hin? Ha, was für ein nettes Kompliment. Psst, es hat funktioniert. Mal sehen. Komm doch mal her. Ich habe eine Gleichung, die an der Tafel gelöst werden muss. Los geht's. Probier dich mal daran. Meine Chance auf einen Snack. Hä? Was geht hier vor sich? Ich löse nur die Gleichung, wie Sie es wollten. Oh,
egal. Schätze, da war nichts. Sieht alles gut aus. Ich kann nicht glauben, dass das so gut funktioniert hat. Ich schneide einfach hier ein wenig. Ja, das sieht total toll aus. Ich liebe es. Hey, schau mal, was ich gemacht habe. Ist das nicht süß? Ja, ganz nett, aber ich habe hier zu tun. Schau, ich habe Snacks. Willst du welche? Ja, her damit. Bitte sehr. Hey, was macht ihr da? Ihr sollt euer Papier ausschneiden, nicht naschen. Hey, der Kleber ist auf den Boden gefallen. Hab ihn. Ah, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme einfach den kompletten Kleber aus dem Stick. Und jetzt gebe ich einfach diese Gummiringe hinein. Sie passen perfekt. Und jetzt kommt der Deckel oben drauf. Und niemand wird etwas bemerken. Hey, schau mal. Ein Kleber? Okay. Wow, krass. Du bist ein echtes Genie. Das ist genau, was ich gebraucht habe. Hey, was macht ihr beiden da? Ha, scheint, als würden sie an dem Handwerk arbeiten. Das ist gut. Sie sind schön fokussiert. Und jetzt schneide ich meinen Stern fertig aus. Dieser sprechende Hund ist der Wahnsinn. Ich habe Seitenstechen von vielen Lachen. Wow, so viel Popcorn. Hey, hol dir dein eigenes. Ich kann wirklich einen kleinen Snack vertragen. Meine Lieblingsstelle. Das fühlt sich nicht gut an. Die Körner stecken da drin fest. Kannst du mal nachgucken, bitte? Ich bin nicht dein Zahnarzt, Madison. Bitte! Nein! Du kannst den Rest haben. Na gut, damit hast du mich. Muss mich nur erst bereit machen. Bin drin! Das war eine krasse Verwandlung. Hab das Problem schon gefunden. Komm schon. Fast. Hab. Ja, es war ganz schön verkeilt da drin. Puh, und weg hier. Oh, danke, danke, Chris. Na, und jetzt? Gib sie mir. Gehört alles dir. Oh, das ist wahrscheinlich fair. Nicht weitergehen. Du darfst das Essen und die Getränke nicht mit reinnehmen. Aber meine Snacks? Oh, was soll ich nur tun? Ha, was ist das da drüben? Ja, das Fischglas bringt mich auf eine Idee. Alles klar, ich habe meine Tüte mit Sprite. Sieht aus wie Wasser. Und ich habe meinen Gummihai. Rein mit dir, kleiner Fisch. Oh, das ist mein Hausfisch. Oh, wie süß. Geht durch. Ich und Fischi danken dir. Gib mir einen Moment. Zeit für ein Schlückchen. Das ist eine gute fischige Sprite. Hey, was machst du da? Oh, mein Fehler. Schätze, ich höre Dinge. Das war ganz schön knapp. Da ist es wieder, dieses Geräusch. Ich könnte schwören, ich höre Trinkgeräusche. Diesmal werde ich sie auf frischer Tat ertappen. Aha! Warte, was machst du da? Nein, ist nicht dein Fisch! Oh nein! Upsi, ich nehme einfach noch einen Schluck. Zwei bitte! Meinst du nicht vier? Nun, sie gehören zur Familie. Sie sind hier, um den Film zu sehen. Im Film geht es um Hunde. Aber sie dürfen hier nicht rein. Zu diesem Gesicht kannst du nicht Nein sagen.
Oh. Schaut her. Und jetzt raus mit euch. Wow, schau dir dieses verrückte Kleid an. Moment mal. Viel Spaß beim Film. Wer ist das? Beweg dich, Mensch. Zwei bitte. Kann ich mir den Weg reintanzen? Das kannst du sicher. Dieser Job hat wirklich seine Vorteile. Wuhu. Komm herein, guter Herr. Wow, die beiden machen Spaß. Das erinnert mich an meine stündlichen Kniebeugen. Das war ja einfach. Kommt raus, ihr Kleinen. Als ob wir sie zu Hause lassen würden. Hoffentlich gibt es in diesem Kino Leckerlis. Das Leben wäre viel interessanter, wenn Pokémon echt wären, stimmt's? Welches Pokémon hättest du gerne als Haustier? Schreib's unten in die Kommentare. Teile dieses Video mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal für weitere witzige Videos wie dieses.